Open Source Tools for Network and Automation. Kurz was zu mir. Wer bin ich? Was mache ich? Warum stehe ich hier? Ich mache eigentlich von Netzwerk über Unix, Linux, Server Administration so ziemlich alles. Bin Consultant bei der Profi Engineering Systems AG und verdiene quasi meine Brötchen damit, irgendwie anderen Leuten zu erzählen, wie man anständig Server managt, wie man Netzwerke baut und sowas. So, worum geht's? Open Source Tools. Fangen wir mal mit dem Gegenpart an, kommerzielle Tools. Wer kennt sie nicht? Wer von euch schon mal so größere Sachen von VMware in der Hand gehabt? Wie Realize Automation oder so? Ist auch schon mal irgendwie benutzt. Das war das, was mir dazu einfällt. Weil die Tools haben immer alle so ein Problem. Wenn ich was anpassen möchte, ist es schwierig. Weil ich habe meistens, das geht meistens nur von einem Hersteller. Das heißt, wenn ich irgendwie mein Cisco-Netzwerkmanagement-Tool habe, managt das auch nur Cisco-Geräte. Oder das HP-Netzwerkmanagement-Tool managt nur HP-Geräte. Oder das Dell Open Manage managt Dell-Server. Das heißt, ich hänge immer so auf einem Hersteller fest. Die Tools sind zwar meistens vom Umfang her recht brauchbar, aber wenn man dann irgendwie was, doch mal irgendwie das ein oder andere Spezialfeature braucht, heißt es dann meistens, ja, also der Aufwand, das lohnt sich alles nicht, da jetzt Entwicklungszeit reinzustecken, weil ihr seid die Einzigen, die das machen wollen. Stimmt dann zwar meistens nicht, aber diese ganzen Commerz-Tools laufen alle meistens unter Windows. So, ich habe bis jetzt wenig Management-Tools gesehen, die auch unter Linux laufen, man möge mich verbessern. Ich glaube, so ein Dell Open Manage läuft irgendwie unter Linux vielleicht noch. Aber das war's dann auch. Huch, lauter? Ja. Ah, zu laut. Ja, ein bisschen. Ja, gleich pfeift's. Open Source Tools sind auch nicht das Allheilmittel. Man braucht da schon so ein bisschen Vorwissen und die Bereitschaft, sich auf sowas einzulassen und einzuarbeiten, wenn man es anpassen will. Das heißt, so grundlegende Administrationsskills sollten schon vorhanden sein. Hin und wieder braucht man auch mal das gute alte Beißholz, wenn man mal in den Source Code guckt, weil Dinge wieder nicht so funktionieren wie erwartet. Und dann sieht so, oh mein Gott, das hat jemals funktioniert. Das ist dann eine gute Gelegenheit, einen Patch zu schreiben. Wenn du den Arm von der Seite wegnimmst, wird das Signal besser. Ah, also egal an welcher Seite ich das habe. Ja, ist. Ja, warte. Jetzt gehen wir das mal hier hin, damit ich es gleich runterreißen kann. Beintasche, geht besser? Ja, wie gesagt, es gibt manchmal suboptimale Dokumentation, nenne ich das immer, weil ein Tool kann meistens deutlich mehr als in der Doku steht, weil Doku schreiben ist immer doof. Und wenn man der Open Source Community so ein bisschen was zurückgeben will und nicht coden kann, kann man immer noch Doku schreiben. So, das ist dann immer ganz hilfreich, da freuen die Leute sich, wenn man irgendwie auch mal 20 Zeilen Doku irgendwie contributet. Das als Patch-Request reinschickt. Ja, kurze Geschichte zu Open Source. So bis Ende der 60er war das gang und gäbe, dass es Open Source gibt, weil die Software an den Unis entwickelt wurde und man Sachen ausgetauscht hat. In den 70ern fingen dann Firmen plötzlich an, für Software Geld zu verlangen. Wie können sie nur? IBM hat dann auch nicht mehr den Source-Code von ihren Bibliotheken und Programmen mitgeliefert. AT&T wollte plötzlich Geld für Unix haben, was in Berkeley entwickelt wurde, auch in einer Forschungseinrichtung. Und dann geht es um Anfang der 80er geht es dann wieder los mit Open Source, als Richard Stallman dann das GNU-Projekt gründet. Anfang der 90er ging es dann los mit dem ersten Linux-Kernel. Und was Mitte der 90er bei Open Source immer sehr interessant war, der Default war komischerweise immer Solaris. Das heißt, egal was man kompilieren wollte, es lief immer auf Solaris, man musste es für Linux anpassen. Oder für irgendwelche andere Commerz-Unixe. Mittlerweile dreht sich das Ganze, es läuft mittlerweile alles unter Linux und mittlerweile fängt es bald an, dass alles unter macOS läuft, auf den ganzen BSDs und man für Linux irgendwie hinterher treten muss. Weil die ganzen Entwickler irgendwie ihren Mac da stehen haben. Ich bin da auch nicht so eine Ausnahme. Fangen wir mal an mit diesem ganzen Tool so.
Das meiste, was ihr irgendwie auf den Slides seht, sind halt, ist tatsächlich erstmal eine Liste runtergerattert, aber ich werde zu jedem Tool so ein bisschen was erzählen. Ich würde anfangen mit Monitoring, weil das so eine der wichtigen Sachen ist, die man, sag mal, im Systembetrieb tun sollte, auch im Netzwerk. Klassiker ist da Isinga 2, so ein Ableger von ehemals Nagios. Isinga 2 hat sich halt deutlich gewandelt. Ich kann mittlerweile so viele Bibliotheken und Sachen da einbinden. Ich muss nicht mal mehr die Textdateien benutzen, um es zu konfigurieren. Ich kann es mit dem Director auch über die GUI machen. Das kann ich tatsächlich alles schön zusammenklicken. Ich muss mich dann nicht mehr in Textdateien verlieren. Dann gibt es LibreNMS. LibreNMS ist auch ein Fork von Observium. Das ist entstanden, weil der damalige Maintainer gesagt hat, ja, Open Source schön und gut, aber irgendwie muss man ja auch mal Geld verdienen. Und aktuelle Releases nur noch gegen Geld verkauft hat. So, gegen Subscription ist ja eigentlich auch nichts gegen einzuwenden. Aber fing dann halt gleichzeitig auch an, Contributions nicht mehr anzunehmen. Und die stauten sich und irgendwann hat man gesagt, na gut, machen wir halt selber. LibreNMS macht ganz viel Netzwerkmonitoring, ganz viel Autodiscovery, wo ich beim Isinga 2 meine Checks teilweise halt noch so selber schreiben muss. Was ich auf dem Gerät gecheckt haben will, kann ich mit LibreNMS ein Discovery machen. Also es funktioniert zumindest für Netzwerkgeräte sehr gut. Für, ich sag mal, normale Windows-Linux-Hosts über SNMP geht das auch noch halbwegs. Das ist aber nicht so Kern von dem Ganzen. Was ich bei LibreNMS noch anbinden kann, sind so Sachen wie Config-Monitoring. Das heißt, wenn ich das mit Oxidize zusammengnubbel, zieht es sich regelmäßig die Konfiguration runter. Ich kann das mit Greylock zusammenhängen, um mir die Log-Files meiner Geräte anzeigen zu lassen, alles in einer GUI. Das ist sehr praktisch und ich habe da so ein bisschen Baukasten, das Baukastenprinzip, dass ich ein Tool um weitere erweitern kann. Dann ist im Monitoring momentan sehr beliebt Prometheus, das eigentlich eine Metric Storage Engine ist. Das heißt, Prometheus speichert eigentlich hauptsächlich Metriken, scrapt die per HTTP irgendwo ab und kann dann Regeln dagegen laufen lassen. Und bei Überschreiten irgendwelcher Grenzwerte zum Beispiel, ich kann da so Sachen machen wie, wenn der Festplattenfüllstand in zwei Wochen auf 100% geht, durch eine Holt-Winters-Vorhersage, dann alarmier mich doch mal. Das ist ein ganz spannender Ansatz für Monitoring, weil ich halt nicht mehr gucke, wie ist es denn jetzt, sondern ich kann halt gucken, okay, wie war es irgendwie die letzten zwei Wochen und geht der Trend dahin, dass irgendwie morgen meine Festplatte voll ist. Weil ich will ja alarmiert werden, bevor die Platte voll ist, nicht erst wenn sie voll ist. Aber das ist so ein generelles Monitoring-Ding. Dann haben wir die guten alten Klassiker wie MRTG. Wer kennt es nicht? Wahrscheinlich nie benutzt. Multi-Router Traffic Grapher ist eine Sammlung wild gewordener Perl-Skripts, die per SNMP Daten sammeln und in eine RAD-Tool, also in eine RAD-Datenbank schieben. RAD müsste ich jetzt auch mal überlegen, was das, wofür er. Round-Robin-Database, genau. Ich habe halt so einen definierten Satz an Werten, die ich da reinschreibe, die halt über die Zeit immer unschärfer werden. Das heißt, ich habe für die ersten 5 Stunden oder ersten 6 Stunden habe ich eine Minutenauflösung, dann habe ich für eine Woche 5 Minuten Auflösung und dann für ein Jahr eine Stundenauflösung zum Beispiel. Was mir für Traffic Monitoring reicht, für manche Dinge, da will ich eine genauere Auflösung haben. Deswegen kommen wir jetzt mal zu so Sachen wie Metric Storage, weil Dinge, die ich monitore, die erzeugen Daten. Diese Daten will ich ja auch irgendwo speichern. Ich kann das, wie gesagt, mit RAD-Tool machen, da bin ich aber auf meine Datenquelle festgesetzt. Da kann ich nicht einfach sagen, okay, vergleich mir doch mal den Stromverbrauch mit der CPU-Last, damit ich weiß irgendwie, was kostet mich so ein Webserver-Request eigentlich an Stromverbrauch. Weil wenn ich irgendwie 60 Requests die Sekunde habe und ich weiß, ich brauche 200 Watt, kann ich mir den Stromverbrauch für so einen Request ausrechnen.
kann man mit RAD-Tools zwar machen, wird dann aber sehr schnell sehr hässlich, weil ich mehrere Datenquellen kombinieren muss. Das können so Dinge wie Graphite zum Beispiel. Graphite hat ein ähnliches Storage-Format wie ein RAD-Tool, also wird auch irgendwann unschärfer, das kann ich konfigurieren. Ich kann aber mehrere Datenserien miteinander verknüpfen, vergleichen oder auch mir in einen Graph holen. Dann haben wir InfluxDB. InfluxDB kann auch Datenserien speichern. Da kann ich so ein bisschen wie SQL drauf rumeiern. Das kann ich über was SQL-ähnliches abfragen. Gehört zum sogenannten Tick-Stack. Da gibt es halt Telegraph, der Metriken sammelt, InfluxDB, der das da reinschiebt, Capacitor, der Regeln drauf anwenden kann und Kronos, der eine Alarmierung macht. Sowas ähnliches habe ich auch bei Prometheus, wo ich halt meinen Node-Exporter habe und dann die Sachen auch in den Alert-Manager schieben kann, der mich auf bestimmte Arten alarmieren kann. Also ich kann mir mit dem ganzen Zeug ein sehr gutes Monitoring zusammenbauen. Ich habe plötzlich ein sehr gutes Bild über den Zustand meiner ganzen Systeme, wie es ihnen gestern, vorgestern und so weiter ging. Das ist eigentlich was, da sollte man sich so ein bisschen mit beschäftigen. Gut, wenn ihr Fragen habt, einfach zwischendurch melden. Machen wir mal weiter. Config Management. Das ist auch ganz spannend. Auch so ein Ding, was man machen sollte. Du lachst wegen Napalm? Ja. Ja. Ich weiß, es das heißt. Ja, ja, genau. Napalm ich ist. Nicht, was man anwenden möchte. Manchmal. Den ganzen Tools ist eigentlich so gemeint, die sind eigentlich alle in Ruby oder Python geschrieben. Das fängt mit Ansible und SaltStack an. Die sind beide in Python geschrieben. Das heißt, wenn man die erweitern will, sollte man so ein bisschen Python können. Genauso, wenn man etwaige Templates damit baut. Ansible finde ich ganz spannend, weil ich mit einem Zoo YAML-Dateien meine ganze Umgebung beschreiben kann oder den Zustand meiner Server beschreiben kann und dann sagen kann, okay, und jetzt machst du mal. Und ich muss keinen Agent dafür installieren. Aber so Sachen wie Puppet, Chef, Salt, haben wir gestern gesehen, brauche ich immer einen Minion oder einen Chef-Client oder einen Puppet-Agent irgendwo auf dem Rechner. Ansible macht das Ganze per SSH. Ähnlich wie Salt SSH. Puppet. Puppet ist auch ein Automatisierungssystem, geschrieben in Ruby. Oder zumindest sieht die Konfigurationssprache stark nach Ruby aus. Das ist eine Ruby DSL, eine Domain Specific Language. Da gebe ich den Zustand meines Systems vor und der Puppet-Client sagt dann, versucht das quasi dem anzupassen. Das heißt, wenn ich sage, okay, auf dem Server muss ein Paket installiert sein, dann wird der Puppet-Agent hergehen und das Paket entsprechend installieren. Macht das ähnlich wie bei Salt, nur dass der dauerhaft läuft. Das heißt, ich kann bei Puppet meine States quasi auf den Puppet-Master pushen. Von dem holen sich dann die Agents regelmäßig ihre Konfiguration und wenden ihre Skripte entsprechend an. So ähnlich funktioniert auch Chef. Ich wüsste jetzt nicht, was zwischen den beiden irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal ist, außer es ist Geschmackssache und je nachdem, womit man gerade angefangen hat. Über SaltStack hat ja der Christian gestern lange gesprochen. Und dann gibt es ein schönes Tool, das nennt sich Terraform. Terraform beschreibt Infrastructure as Code. Da könnte man eigentlich fast einen eigenen Talk drüber machen. Aber ich... Ah ja, sehr gut. Genau. Terraform hat die angenehme Eigenschaft, ich kann mit fast allen Cloud- und Infrastrukturprovidern reden. Das heißt, ich kann zum Beispiel beschreiben, hey, ich hätte gerne 5 VMs dazu, irgendwie diese VMs sollen diese DNS-Einträge bekommen, sollen so viel Platte und CPU haben und Terraform geht dann los und sorgt dafür, dass Dinge so sind, wie sie beschrieben sind. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, hey, ich hätte gerne das Ganze bei AWS statt bei Hetzner ausgerollt, dann ändere ich meinen Infrastrukturprovider und das Ganze läuft bei AWS.
ohne Fehlers. Und ich kann vor allen Dingen Änderungen in meiner Infrastruktur nachvollziehen, weil wer hat denn wann den Server installiert? Kann das einer von euch beantworten, wer wann welchen Server bei euch installiert hat? Oder wer wann welche virtuelle Maschine warum angelegt hat? Ja, genau, es gibt da so E-Mail-Verteiler. Und Tickets gibt es bestimmt auch, aber es ist doch einfach angenehmer, wenn ich im Editor im Gitlog nachgucken kann, dass der Kollege XY vorgestern die VM-Anzahl von 3 auf 5 gedreht hat. Ja, ich weiß. Ja, Ruby und Python bieten sich generell so für Config-Management an, gerade durch die ganzen Template-Sprachen wie Jinja 2 oder Embedded Ruby. Ein nettes Tool fürs Netzwerk ist eine Python-Library namens Napalm. Napalm spricht mit einer ganzen Handvoll Switche, entweder per SSH, per Yang oder per Netconf, um zum Beispiel Konfigurationen auf die Geräte zu schieben, Konfigurationen darunter zu nuckeln, sich Fakten zu holen, was wie konfiguriert ist. Damit kann man sich eine schöne Automatisierung zusammenbauen. Muss man allerdings auch bauen, weil das ist dann wirklich Lego-Technik. Das sind die kleinen Klemmbausteine mit den Zähnen dran. So, wir machen ja Netzwerk eigentlich. Network Management. Ich kann Ansible für mein Network Management verwenden, weil ich kann... Kommen Sie rein. Ich kann meine Konfigurationen aus Templates zusammenbauen. Na, das heißt, wenn ich bei jedem Switch oder so immer meinen gleichen Syslog-Server drin haben möchte, meine gleichen User drin haben möchte, dann habe ich schon mein erstes Template, was ich da drauf schieben kann. Und dann kann ich halt entsprechend weitermachen, irgendwann noch meine Interfaces templaten, indem ich mir das als Config-Dateien hole und habe damit dann plötzlich diese gesamte Switch-Konfiguration auch in einem, üblicherweise in einem Git, wo ich dann nachvollziehen kann, wer wann was konfiguriert hat. Und vielleicht sogar, wenn derjenige anständige Commit-Message schreibt, warum. Und wenn es nur die Ticketnummer ist. Und ich kann die Config vorher testen, ob alles drin ist. Das heißt, ob meine Konfiguration gewissen Regeln entspricht. Und ich habe halt immer das, hast du auch das VLAN auf dem Port gecheckt? Oh, das habe ich vergessen. Das fällt dann meistens auch weg. So die üblichen Kleinigkeiten oder je nachdem, was für Einstellungen man auf seinen Edge-Ports hat, Storm Control, 802.1x ähnliches, ist ja manchmal bei den Herstellern irgendwie gerne mal so ein Batzen. Das kann ich einfach raustemplaten, muss ich nicht 27 Mal schreiben. Ja, Napalm hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Python-Library redet mit Switchen, tut Dinge. Oxidized ist sehr spannend. Oxidized zieht Konfigurationen von beliebigen Netzwerkgeräten und ist Nachfolger von Rancid, wo Rancid noch irgendwie ja, eine Sack voll, das war das Shell Expect und ja, Perl, glaube ich, noch war. Ist Oxidized tatsächlich ein bisschen sauber in Ruby geschrieben und hat für die jeweiligen Modelle eine eigene kleine Beschreibungssprache. Also wie ich zum Beispiel auf mein Gerät komme, wie ich da Config runternucke und wie ich sie wegspeichere. Das ist eigentlich schon ganz hilfreich. Ja, LibreNMS, auch wieder Network Management, kann man, wie gesagt, mit Oxidized und Greylock verknubbeln. Ist ein schönes Open-Source-Projekt, hat vernünftige Governance. Das heißt, wenn ich einen Patch einreiche, geht er erstmal durchs automatische Testing. Das sagt mir dann schon mal, ob ich den Code-Style eingehalten habe, ob alles grün ist, ob es funktioniert. Und wird dann entsprechend meistens auch angenommen. Also ich glaube, Pull-Requests dauern bei denen selten länger als 3-4 Tage, wenn das Feature vernünftig ist und der Rest der Community das haben will. Max grinst. Hast du da einen etwas längeren Pull-Request offen? Hatte. Ja, kommen wir zum Kernnetzwerk, Routing Suites. Zu Anfang war das Zebra, zu Anfang war eigentlich der Gate-Deal.
Aus Mangel an Routing-Funktionalitäten, also so OSPF, BGP ähnliches, hat irgendwann mal jemand angefangen, das Zebra zu entwickeln. Das war eine Sammlung voller Daemons, die aussahen wie eine Cisco, ein bisschen. Diese wurden irgendwann so ein bisschen vernachlässigt, dann wurde das Quagga gefolgt. Quagga ist halt auch ein Zebra, aber nicht ganz. Und nachdem auch die Quagga-Entwicklung so ein bisschen eingeschlafen ist, hat die Linux Foundation das Free Range Routing ins Leben gerufen, also quasi freigelassen. Das ist so eine der Routing-Suites, die mittlerweile ganz stark Features kriegen, die zum Beispiel so Sachen können wie EVPN, ich glaube, Anfänge von MPLS sind dabei. Ich weiß nicht, was der Free Range Routing noch alles kann. Auf jeden Fall einen ganzen Sack voll wirklich nützlicher Dinge im Routing-Umfeld. Da kommt der BERT noch nicht ganz hinterher, obwohl die BGP-Implementation von BERT vielleicht ein bisschen besser ist, ein bisschen stabiler. Dann gibt es so Sachen wie BioRouting. BioRouting steht für BGP, ISIS und OSPF. Wenn mich nicht alles täuscht. Max nickt hart, der baut da selber dran rum. Das ist eine Reimplementation von diesem ganzen Routing-Zeug in Go. Als Test, ich glaube, ihr macht das sogar test-driven, oder? Dann gibt es so Sachen wie GoBGP, XRBGP. Also BGP erlebt gerade so ein bisschen Höhenflug, auch im Open-Source-Bereich spricht irgendwie alles BGP, weil Google das anscheinend auch so tut. Und weil es aber tatsächlich einfach zu konfigurieren ist, zumindest solange man nur ein, zwei Adressen irgendwie rausgeben will. Weil IP Fabric und Anycast and shit. Ja genau, weil sowas damit funktioniert und ich halt alles an Routentypen in so ein BGP reinpacken kann. Falk, warum hast du das OpenBGPD nicht erwähnt? Oh stimmt, den habe ich vergessen. Es gibt unter OpenBSD. Und Linux. Oh, gibt es mittlerweile auch für Linux. Okay. OpenBGPD. Giggle, da gibt es noch irgendwie, ich glaube mittlerweile für OpenBSD ein OpenOSPFD. Und da entsteht auch gerade so ein Routing-Zoo. Max ist jetzt nicht Open Source, aber selbst der Windows Server 2012 aufwärts spricht BGP mittlerweile. Du lachst, auch ein Windows 2003 kann das auch schon. Spricht auch RIP und sowas. Ist nicht schön, aber es funktioniert. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen Netzwerk drunter. Mal ein bisschen was als Abriss zur Virtualisierung. Es gibt da so ein paar schöne Open-Source-Tools. OpenStack gehört nicht dazu. Ist nur der Vollständigkeit halber empfehlend. Benutzt irgendwer von euch OpenStack? Gut. Freiwillig? Gut. OpenStack ist ein großes Open-Source-Tool, gestartet von Rackspace, um eine Virtualisierungsplattform haben, die ähnlich wie Amazon EC2 ist. Dann hat das Ganze die Industrie entdeckt und hat gesagt, oh, wir wollen auch Clouds bauen. Und jetzt ist das Ganze ein großer Zoo von Industriekonsortien, die da irgendwie mitstricken wollen, Policy machen wollen. Wer mehr darüber wissen will, dem empfehle ich von Christian und Martin den Talk 45 Minutes of OpenStack Hate. Das ist sehr passend. Dann gibt es so, wenn man sich selber eine Cloud bauen will und das irgendwie in einer halben Stunde tun will, kann ich nur jedem ans Herz legen, sich mal OpenNebula anzugucken. Weil das kriege ich in 10, 15 Minuten installiert. Sie haben ein sehr gutes Handbuch. Und danach habe ich eine API, mit der ich mir imagebasiert Maschinen erstellen kann, mit Netzwerk dran und allem Möglichen. So, das finde ich tatsächlich ganz angenehm. Das Projekt an sich ist auch relativ klein noch, wird aber von einigen größeren Firmen eingesetzt. Also irgendwie eine BlackBerry ist dabei, eine Runtastic, eine Akamai, immer einiges auf der Webseite. Ja, dann gibt es noch Proxmox Virtual Environment. Ist auch eine Virtualisierungslösung, die sich auch mit dem ESX messen kann. Unterstützt ZFS, CEF, alles, was man braucht.
jetzt persönlich nicht so viel Erfahrung mit, aber da sie auch auf KVM setzen, kann das so schlecht nicht sein. Bitte? Ah, ich höre von hinten, die API ist ein bisschen schwierig. Ja, aber ich glaube, der Ansatz ist auch ein anderer. Ne? Open Nebula und OpenStack ist halt, ich hätte gerne geskriptete Infrastruktur. Also auch einfach mal, ich brauche 10 Maschinen, 5 Minuten später alles fertig. Und Proxmox ist eher so für die Kuscheltiere an Rechnern, ne? Nicht für die Herde. Nicht nur die API ist schwierig, auch die Netzwerkkonfiguration hat Spezialitäten. Das hast du aber schön gesagt. Ja. Was habe ich dann noch an Open Source Tools? Wenn ich jetzt mein ganzes Environment habe, habe ich damit auch üblicherweise Probleme. So. Die will ich tracken. Dazu brauche ich üblicherweise irgendwo so ein Incident Management oder ein Ticketsystem. Einer von euch schon mal mit einem der dreien gearbeitet? Stimmt, ein Request. Ja. Gut, sollte also bekannt sein. Request-Tracker ist alt, sehr gut abgehangen, sehr gut erweiterbar, wenn man denn Perl kann und mag. OTRS ist auch sehr gut abgehangen, kann man angeblich auch erweitern, aber das halte ich persönlich immer für ein bisschen schwierig. Das ist nicht ganz so durchsichtig wie ein Request-Tracker. Und relativ neu ist Zamat von den Gründern von OTRS, glaube ich, von einem der OTRS-Entwickler, die jetzt tatsächlich mal gedacht haben, okay, Ticket ist nicht nur E-Mail, sondern wir integrieren auch Telefon, Telegram, E-Mail, Twitter, weiß der Kuckuck, was sich da anzapfen lässt. Und haben eigentlich diesen ganzen Ticket-Workflow mal neu gedacht. So, vielleicht auch was, wenn man sowas neu aufsetzt, was man sich mal angucken könnte. So, dann haben wir noch die üblichen Command-Line-Tools, die üblichen Verdächtigen. Dinge wie SOCAT, NETCAT. SOCAT ist so ein bisschen Schweizer Taschenmesser. Wenn ich Dinge irgendwo rein und irgendwo rauskriegen will, ich kann auf Dateien, Sockets, Streams irgendwas hören und das irgendwo anders hinschieben. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel meinen, wenn ich zwei Prozesse miteinander reden lassen will, kann ich das über SOCAT machen. Statt einer Pipe zum Beispiel, wenn ich noch andere Dinge dazwischen tun will. Ich kann also den Prozess in Socket schreiben lassen, wird es mit SOCAT da wieder rausholen, damit Dinge tun und wieder zurückschreiben zum Beispiel. NETCAT. Ich will Dinge von irgendwie einem Rechner auf den anderen schieben, habe aber gerade keine Lust, irgendwie das mit SCP zu tun, sondern will einfach nur eine TAR-Datei rüberschieben oder habe halt so Sachen wie Sparse-Files, die TAR ziemlich gut unterstützt, wo SCP dann sagt so, ja, ich kopiere die ganze Datei. Nicht nur die ersten 80 Bytes, die ich eigentlich nur habe. Dann kann ich zum Beispiel mein TAR durch einen NETCAT schieben, das einfach auf der einen Seite einen Server aufmacht und mir dann so ein virtuelles Rohr zwischen beiden Maschinen baut. ngrep ist ziemlich cool, ist nämlich ein grep fürs Netzwerk. Das heißt, ich kann zum Beispiel nach bestimmten HTTP-Verbindungen greppen und mir dann entsprechend die Pakete anzeigen lassen. Das Dreigestirn Wireshark, T-Shark, TCP-Dump. TCP-Dump war relativ früh da, genauso wie Snoop auf Solaris. Dass das eigentlich so ein bisschen emuliert. Damit kann ich mir auf meinem Rechner angucken, okay, was für Netzwerkverkehr passiert irgendwo auf der Netzwerkkarte. Das hat der Jörg wahrscheinlich gestern in seinem Talk auch noch benutzt, TCP-Dump, zum Zeigen. Mit TCP-Dump kann ich mir das Ganze zum Beispiel auch in der Datei schreiben. Die kann ich dann irgendwie in einem grafischen Wireshark aufmachen und mir meine ganzen Paketströme angucken und Paketanalysen fahren, IO-Analysen fahren, ähnliche Sachen. Wenn ich jetzt mir nur die Pakete angucken will, geht auch ein T-Shark. Die Ausgabe ist ähnlich der Detailausgabe von einem Wireshark. Das heißt, ich mir nur 10 Pakete angucken will, geht das ganz gut. Wenn ich einen längeren HTTP-Stream habe, scrollt es ein bisschen, wenn ich das auf Verbes stelle. Wenn ich wissen möchte, was auf meiner Netzwerkkarte los ist, gibt es einen IFTOP.
Damit sehe ich, welche Prozesse wie viel Netzwerklast machen oder wie viel I/O gerade passiert, also wie viel Netzwerk-I/O gerade passiert. Gibt es auch noch so als I/O-Top. Sollte man nicht zu lange laufen lassen, das Ding hat ein kleines Problem mit Memory Leaks. Das heißt, wenn man das über 24 Stunden laufen lässt, ist irgendwann der RAM voll. Aber um mal eben mal 10 Minuten zu gucken, was da eigentlich gerade Sache ist, ein paar hübsche Balken dran. Ja, dann gibt es noch das gute Nmap, wenn ich gar nicht weiß, was in meinem Netzwerk eigentlich los ist. Kann ich damit mal durch die Gegend scannen, gucken, welche Hosts sind ab, welche Ports sind da. Wie gesagt, also es gibt da draußen jede Menge Zeug. Max hat noch was. Es gibt noch VN-Stat neben IFTOP, wenn es mir nur darum geht, wie viel puste ich gerade durch die Interfaces durch. Das macht schöne Grafiken, auch wenn man möchte. Mhm. Und MyTraceRoute oder DublinTraceRoute würde ich noch hinzufügen wollen. MTR? Mhm. Genau. MTR noch. Genau. LibPCAP hätte ich noch erwähnt, weil da kannst du mit Python relativ simpel auch Sachen dir rausholen aus dem und selber coden. Snort hätte ich vielleicht noch erwähnt. Trafshow ist übrigens auch so etwas, was bei meisten Unix-Systemen auch existiert. Ja, Trafshow musst du aber, glaube ich, meistens nachinstallieren. Nur IPTraf gibt es auch noch. IPTraf gibt mir auch schöne Statistiken. Ja, libpcap haben wir ja hier mit Wireshark, T-Shark, TCP-Dump, die alle tatsächlich diese libpacket-capture oder pcap benutzen, die auch eine, überall zum Glück eine einheitliche Syntax hat. Das heißt, jedes dieser Tools hat tatsächlich den gleichen Filterparameter hinten dran, wenn ich spezifische Hosts oder Ports filtern möchte. Gut, so viel zu Open Source Tools. Fragen? Nein. Okay. Dazu habe ich eine sehr spezielle Meinung und das ist ja auf. Wir können nachher beim Kaffee gerne drüber reden. Gut. Mhm. Ja, gibt es noch Fragen? Okay, dann vielen Dank, Falk, für die Zusammenstellung. Ein bisschen kurz. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Wir sind damit erstmal für den Vormittag durch. Hier geht es weiter dann um 14 Uhr mit dem Workshop. Wer jetzt den Raum verlässt, bitte den Talk raten. Bis später. Vielen Dank.